Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind hier noch am Leveln. Wir haben blitzschnell mit der AP-Scroll hier gelevelt. Das war wunderbar. Auf jeden Fall werden wir noch kurz die AP-Scroll ausleveln. Und dann gehen wir schlachten. Einfach zu den Forts, die uns gehören, und sie verteidigen, damit wir die AP-Bonus und die Was und Punkte bekommen, glaube ich. Geht schon, oder? Keine Ahnung. Wir konnten es ja Valhalla nie erfahren, weil Ignis so extrem schwach war. Plötzlich wieder haben alle aufgehört und so. Da hatte ich natürlich keinen Bock mehr und ich hatte ja Internetprobleme mit der Wege, als ich in die Wege einzog. Also vergisst, es geht niemals in eine Wege, egal wie gut sie ist. Oder eine wirklich locker verwaltete Wege. Was? Große Panzer einer dunklen Schildkröte. Sind die nicht grün gewesen? Vielleicht von diesen nicht und ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich bin so auffassungsvoll bei schlechten Gegenständen. Ich vergesse es immer wieder sofort, was die so droppen. Weil ich einfach nicht will. Versteht ihr? Ich rede mal göllisch. Ich bin ein Göllner Junge. Aber ich kann nicht Kölnisch reden. Ist nichts los heute. Ignis ist was hat los. Die Leute verpissen sich immer, wenn Ignis stärker ist. Verpissen sie sich einfach an den Wind. Man sieht sie sogar, wie sie AFK sind, die Arschlöcher. Ja, ich muss putzen. Ich komme rein, bereite mich vor, nehme 30 Minuten auf, bereite mich wieder ein bisschen vor, nehme wieder auf und gehe wieder raus. Aber andere AFK, AFK, AFK. Tja. Wisst ihr etwas, wie kann man eigentlich die Schlafzeit ändern wieder gut? Das sollte man eigentlich machen, länger aufbleiben oder so irgendwas. Ich möchte einfach am Abend genug fit sein, um aufzunehmen. Und so weiter. Also es liegt eher an mich, dass ich mich zu müde fühle zum Aufnehmen, als ich irgendwie möchte. Also, dass ich einfach nicht anders kann. Das ist das größte Problem. Ich habe schon lange nicht mehr so eine verschobene Schlafphasezeit gehabt. Ist ein bisschen problematisch gerade. Das ist wegen dem Krankenhaus einfach. Dass ich seit Mitte August eigentlich immer so früh ins Schlafen gehen muss. Und dann wieder aufzuwachen. Dann mich wieder ums. Oh. Gut, wir gehen jetzt raus. So. Da sind wir wieder draußen. Wo ist jetzt was los? Na toll. Komm, wir brauchen ein paar super AP. Leute, kommt zu mir. Ich auf dem feurigen Löwen befehle es euch. Kommt zu mir und helft mir, noch ein paar Level zu kriegen. Tja.
viele sind hier? Ah. Gut. Ja, bitte. Blödes Pferd. Schneller. Schneller. Gibt's keine Spiele mehr hier? Feiglinge. Die verlassen immer ein Vor, um irgendwas anderes zu. Ding. Soll ich jetzt warten? Ich kann doch nicht warten. So. Man bekommt einfach keine EP. Nein, es ist egal. War ja noch nur ein paar Eure. Aber trotzdem hätte ich doch schon ein bisschen, weißt du, einfach so dieses Zeigen. Ein Eber gewollt. Ah, jetzt verstehe ich diesen nur so wenig. Da haben nämlich immer wieder gelevelt Leute, die nicht viel höher waren. Irgendwie ist es auch extra breit jetzt. Auf jeden Fall. Jo, Bruder. Was? Kitzler. Doppelpunkt, Klammer zu. Aber wir haben gut gelevelt, hä? Das ist doch... Zwei Level in einem Part. Ja, ein anderthalb Part. Ist doch toll. Ich bin so niedrig. Ich habe mein Fahrzeug so niedrig getuned. Tiefer gelegt. Ich bin so extrem niedrig. Und da links sehen wir ein SUV. SUV. Und da rechts sehen wir einen alten Land Rover. Und da kommt noch einer. Ein Raptor X. Eines der schnellsten Fahrzeuge. Und wir gehen in die Wüste. Wir gehen nach Las Vegas. Psst. Basic, aha, Basic. Hey, Basic. Ja, ich will ein bisschen weiter hinten. Und hier ist eine Raptor. Nein, ich will nicht angegriffen werden. Nicht ich. Das sind wieder Feigling. Ich habe einen starken Schuss. Ich habe nochmal einen starken Schuss. Ich habe nochmals einen starken Schuss. Leafy, meine Lebensretterin. Oder Lebensretter. Die haben immer so weibliche Namen. Was ist denn los? Ah, das ist der andere. Komm, hey, was ist denn los? Kilschi. Ich Kilschi. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Nein! Ich kann nicht. Nein!
hab ich dir überlassen. Ich bin zu langsam, ich muss wieder den. Ja, ich kann nicht, ich hab keine. Ich wollte den Buff eigentlich screenen, aber die Reichweite ist dann auch wichtig. Aber ich kann es nicht rausholen. Wo ist jetzt diese Reichweite? Da. Da, ja. Gut, endlich. Mann. Ja, ich bin noch zu schwach. Aber immer die. Die Leute wollen immer etwas von mir sehen. Ich muss sie besiegen. Nein, ich will nicht, dass der andere noch stirbt. Ich hätte mich auch verpisseln können, aber ich bin eben ein richtiger Warrior. Ein Schütze, ein Waldläufer. Ich bin ein Waldläufer aus Herr der Ringe. Oder aus einem anderen Ding. Ja, ja, geht. Nein! Nicht mich! Immer gehen sie immer auf mich. Das sind solche Feiglinge. Oh, diese Schaden. Ich wollte nicht den Buff aktivieren. Ja, ist gut. Ich wollte den. Ja, ich wollte den Buff. Ja, ich wollte diesen Buff aktivieren. Ja, schau! Sie hat Angst. Dafür bekommst du das. Feigling. Ah, das ist so ein Feigling. Was? Wo sind die anderen? Gestorben? Nein, hey! Solches Arschloch. So, ich hab Falken. So. Und den hier. Ah, jetzt haut er ab. Jetzt haut er einfach ab die ganze Zeit. Schau mal an! Dieser Feigling hat keine Chance gegen mir. Mich. Ja, ne? Er darf durch den Ding schießen. Ja, toll. Hey! Schau mal an. Jetzt muss er natürlich die anderen buffen. Nein, so nicht. Aha. Ah, Mann, was sind das für Leute? Gut. Mann, sind das Nervensäge. Zwei sogar. Sind alles Feiglinge. Schlimme Feiglinge. Müssen die ganze... Alles tun. Stunts. So, schau ich jetzt mal. Boah, ist das nervig. Der kann dort durch. Mann, das ganze Spiel ist verbuggt. Heftigst. Oh, 6000 Erfahrung. Der hat gelohnt. Nein, nein, nein. Noch nicht. Ah, jetzt kann ich es nicht einsetzen. Wieso konnte ich das nicht einsetzen? Hat er gebufft? Gut. Habt ihr das gesehen? Weg.
Ah, der Gnome ist hier. Sitzt in der Boden. Oh, ist die peinlich, die kommt immer wieder. Heftigst. Sieht die mich? Ich werde jetzt mal buffen. So. Sie angreifen. Solange ich kann. Oh man! Diese blöden Wächter. Wie viel mal der das machen kann. Das ist eine hohe Festungsstufe auch mit Stahl. Ist das Stahl? Okay. Aber sieht nicht gerade stahlig aus. Vielleicht wegen den Streben, aber es sind auch eher Holzstreben. Gut, dass man ein bisschen Mana-Buffs hat vom Beshi. Das hilft mir gut. Das ist eine nette. Ah. Ganz viele. Boy, Gott. Ich werde die ganze Zeit gefokust. Das sind solche Feiglinge, nimm auf den Schwächsten. Nicht auf den am meisten Gefahren macht. Ja, kommt endlich. Kommt doch endlich. Siegkreuz hat er eingesetzt. Auf mich. Das ist solche Feiglinge. Sogar ausgewichen normalen Treffer. Ja, kommt, ihr schafft es. Oh, sind das viele jetzt. Cool. Wir sind einfach die Besten momentan. Die haben alle gemerkt, dass wir die Besten sind, darum sind sie immer alle online, so viel am Morgen. Das ist einfach. Es gibt Suchtis, die sind den ganzen Tag online. Machen aber nichts. Aber wenn sie dann in Gefahr sind, sind sie ganz aktiv. Die sind wahrscheinlich so extrem gelangweilt durch diese Sachen. Bravo. Basic Noah. Schön. Oh, ich werde wiederbelebt. Oh. Yes. Massenwiederbelebung. Die Armor. Ja, aber nicht auf mich, bitte. Dann hat den. Die Amo. Hallo. Wissen die Spanier, was Danke heißt? Ich denke schon. Dass sie nicht alle bekifft sind. Also es gibt ja Spanier, also Spanisch Sprechende, die sind gut wie Mexiko, Argentinien und Katalonien und dann gibt es Spanier. Also richtige Spanier, so zum Beispiel Real Madrid. Ja, das ist eine Stadt.
Weil Madrid ist ganz anders. Ist ja eine Armutsstadt. Dann gibt es noch Real Madrid und das ist ein Prunk. Die Leute, die sind immer so nett. Die geben immer so viel ab. Schieben doch das Arsch. Nee, das Geld nicht in den Arsch. Und dann gibt es noch amerikanische Spanier. Die sind, ich will nicht viel sagen, aber ein bisschen drogenverherrlichend. Okay, sind Mexikaner auch. Vielleicht auch Argentinier, aber. Schau, 3000! 5000 im Gesamten. Muss ich sagen. Ich meine jetzt wirklich, seitdem ich hier bin oder so. Hallo, bist du aber ein tapferer Krieger, Bogenschütze? Tschüss. Ach Mann, die Nerven. Dürfen wir jetzt auch noch den Bonus vom Vorhaben? Wir müssen es nämlich jetzt richtig einnehmen. Die haben so Angst. Die schon wieder. Die fragt sich sicher, wieso ich so viel Schaden mache. Da kommt wahrscheinlich der Ding. Der Barbar irgendwo hinten an mir. Was ist jetzt los? Schon wieder diese Zauber. Ha! Besiegt! Ja, heftig. 6743. Heftigst. Da muss ich ja mal rausnehmen wieder. So. Ja, weiter. Nerv nicht. Ja, ein Schuss und er ist rein. Feigling. Heftigst. Ja, was wird jetzt gemacht? Nicht auf mich. Ach, jetzt kommen plötzlich alle. Ich bin aber zu langsam. Ja, sag mal. Oh Mann. Schau mal den an. Leute, formiert euch mal wieder. Guckt mal die an. Ja, so wird dann natürlich nichts. Ja gut. Es wird nichts. Aber das ist ja gut, EP gewesen. Genug, EP. Es geht länger als ich denke. Es ist sicher schon mehr als eine Stunde her. Aber der Buff geht immer noch. Krass. Ja, jetzt kommt noch Sesshomaru.
Indiquiado aus 7MO Regimento. Aus das UK. Ein Engländer. Also, na, ist es wahrscheinlich. Schau mal, dieser Feigling. Er tanzt. Ja, sie küssen mich wenigstens. Gegen Küssen habe ich nichts. Und jetzt? Sie tanzt auf meiner Leiche. FC Barcelona, immerhin etwas Besseres. Die haben 7-0 gewonnen. So. So seht ihr, sind die Spiele in Rechnung. So, jetzt gehen wir ja mal nach Rockersburg vielleicht. Schauen, ob der Buff kommt. Ja, ich sollte eigentlich auch den Part beenden. Gucken wir noch kurz und dann breche ich ab. Ich mache jetzt sowieso längere Parts. Ich muss halt einfach schauen mit den anderen Projekten, aber Regnum ist natürlich momentan das A und O. Und die Zuschauer müssen halt so langsam mitbekommen, dass ich halt einfach die Parts mache, die am meisten ankommen, weil ich auch ein bisschen euch helfen will, die auch schauen. Ja, wenn die Parts noch länger geschaut werden oder so, dann finde ich es natürlich noch besser, aber eben, es ist ja YouTube, da werden viele Videos nicht geschaut, ganz und so. Ja, ich muss noch ein bisschen berühmter werden, das ist es. Aber, ja, das wird alles. Also. Ich kann dann wirklich stolz sein, dass ich ohne Werbung und so Sachen weit gekommen bin. Weil jeder macht jetzt momentan einen Livestream mit irgendwie, ja, erreichen wir 500 Aufrufe, 500 Abonnenten und so weiter. Ja, kann man nichts machen, aber auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zugucken. Und ja, nächster Part kommt ja in einem halben Tag. Morgens oder abends, je nachdem. Tschüss.